Hallo, hallo, grüß euch. Das Schuh auch am Start. Ja. ich hat noch schnell ein passendes Mikro angeschaltet. Schalte ich dich auch noch ein bisschen lauter Sehr gut. damit dein schönes Stimmchen hier auch aufgenommen wird. Und heute ist es mal wieder soweit. Es ist ein Alfred Masur Input. Hallo, guten Abend. Guten Abend, Alfred. Ich finde, den Joscha hört man immer noch nicht so gut. Hört man mich immer noch nicht? Ich habe dir nur einen guten Abend gewünscht, mein Guter. Jetzt, jetzt wird es besser, okay. <laughs> Alles klar. okay. Das ist ja jetzt auch der erste Input, wo ich da bin. Beim ersten ja, ja, genau. war ich leider nicht da. Super. Genau, also ich wollte heute etwas über Wirtschaft im Nationalsozialismus erzählen. Und ähm, der Anlass dafür ist tatsächlich. Ähm, über meine Arbeit, weil ich ja als Lehrer unterrichte und jetzt äh, Abi-Thema, Schwerpunkt Wirtschaft im NS eben ist und ich deswegen mich da ein bisschen intensiver damit beschäftigt habe. Und es ist tatsächlich so, dass ich ja vor ganz langer Zeit mal bei den Antideutschen war und eigentlich seither mich aber nicht mehr intensiver mit dem Thema NS beschäftigt habe und deswegen dachte, das kann mir auch selber nicht schaden, mich weiterbringen, wenn ich da ein bisschen nochmal äh, mit einem neuen Blick darauf schaue. Und da hatte ich tatsächlich auch ein paar recht interessante Erkenntnisse, die ich gerne zur Diskussion stellen würde, ähm, wobei ich natürlich betonen muss, dass ich da alles andere als ein Experte jetzt in dem Thema bin. Okay. Ähm. Ja, vielleicht auch noch wichtig dazu zu sagen ist ja, dass wir eine Folge zum Thema Faschismus gemacht haben, Joshua und ich. Und da sind wir auf jeden Fall auch auf Teilbereiche eingegangen die du heute behandeln wirst, allerdings nicht, nicht in der Tiefe. Also ich denke, wir werden halt auch heute in Bereiche vorstoßen, wo, wo wir jetzt in der Folge nicht drüber gesprochen haben. Deswegen ist es eine sehr schöne Erweiterung heute von, ja, von dem, was wir schon besprochen haben. Genau, wenn es da irgendwie interessante Querverweise oder was gibt, dann könnt ihr das ja gerne auch einbringen. Also ich habe jetzt zum Einstieg mal dieses Plakat ausgewählt, was man da auch... Sehen kann hoffentlich bei euch. Also, weil ich eigentlich bei der Beschäftigung darauf gestoßen bin, dass es im Grunde so sehr gegensätzliche ähm, Interpretationen der Wirtschaft im NS gibt. Und ähm, die eine davon ist eben äh, die Vorstellung, dass die Nazis so etwas wie Agenten des Großkapitals gewesen seien. Ähm, das ist im Grunde so die klassische ähm, marxistische Faschismustheorie. Und die wird eben in diesem Plakat von John Hartfield, ähm, diesem ähm, bekannten deutschen ähm, äh, Grafiker, sehr schön dargestellt. Also mit, ähm, ist ja der Sinn des Hitler Großes die Überschrift und dann eben Hitler, der grüßt und der aber relativ klein dargestellt ist und der eben dann Geld zugesteckt bekommt von hinten von einer riesenhaften Gestalt, wo man sich denken kann, dass das eben so ein... Großkapitalist darstellen soll. Und ähm, ja, letztlich ist ja die Botschaft klar, dass die Nazis einfach nur Marionetten in der Hand äh, des Kapitals sind und einfach quasi als Handlanger das ausgeführt haben, was sich ähm, die deutschen Großkapitalisten ausgedacht haben. Also das wäre sozusagen die eine Seite, um die es äh, gehen wird. Und das andere wäre die Vorstellung, dass eigentlich der äh, Nationalsozialismus tatsächlich ein nationaler Sozialismus gewesen sei dass man das also ähm, tatsächlich ernst nehmen muss. Mir wird gefragt, ob Franz Neumanns Behemoth heute auftaucht. Äh, nee, der taucht jetzt nicht auf. Also ähm, das äh, weiß ich, dass das da ein grundlegendes Werk ist, aber was ich jetzt, ich habe es auch in meinem Bücherregal, aber ich habe es noch nicht zur Kenntnis genommen. Ähm, aber es kann sein, dass jetzt Thesen, die darauf zurückgehen, eine Rolle spielen werden. Ähm, Genau, also das, das wäre eben die andere Seite, also nationaler Sozialismus. Da ähm, wäre also ähm, Götz Ali, mein Gewährsmann, das ist ein deutscher Historiker, ähm, der ein Buch geschrieben hat. Ähm, Hit Hitlers Volksstaat heißt das von 2005 und der tatsächlich die These vertritt, dass ähm, der NS nicht etwa den Großkapitalisten genützt hätte, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich der breiten Masse des deutschen Volkes, insbesondere auch den Arbeiterinnen und Arbeitern, dass der NS eigentlich ein Sozialstaat gewesen sei, der eben durch Umverteilung, aber auch durch seine Raubökonomie ähm, quasi dem deutschen Volk materiell genutzt hätte. Und das sind ja quasi zwei, zwei Sichtweisen, die gegensätzlicher kaum sein können. Und deswegen würde ich das gerne mal so ein bisschen genauer darstellen, um zu schauen, was ist denn jetzt. Die Realität ähm, gewesen. Okay, dann ähm, müsste man, glaube ich, erstmal anfangen, ein bisschen was zur Ausgangslage zu sagen, also ähm, wie das dann quasi war, bevor die Nazis an die Macht kamen. Und wir hatten ja in 20er Jahren also so einen bescheidenen Wirtschaftsaufschwung in Deutschland, der dann ähm, vor allem getrieben war durch ähm, Kredite aus den USA und der auch die Grundlage gebildet hat für diese sogenannten Goldenen Zwanziger, die man ja auch heute kennt mit bestimmten kulturellen Errungenschaften und so weiter. Und damit war es dann aber schlagartig Schluss mit dem großen Börsencrash in New York ähm, 1929 und dann ähm, wurden diese Kredite aus den USA eben abgezogen beziehungsweise nicht verlängert und das hat zu Firmenpleiten in Deutschland geführt, die Arbeitslosigkeit ist rapide angestiegen und das hat dann so einen negativen Spirale in Gang gesetzt, dass also deutsche Wirtschaft immer mehr quasi in die Krise geraten ist. Und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass die sozialen Gegensätze also zwischen den Klassen in Deutschland schärfer geworden sind, aber auch zwischen verschiedenen Fraktionen des Kapitals. Und das hat sich dann politisch insofern ausgewirkt, dass eigentlich so ein sozialer Kompromiss, ein Klassenkompromiss zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen ähm, Schichten in Deutschland nicht mehr möglich war. Also das hat sich daran gezeigt. 1930 ist dann gab es eine große Koalition zwischen SPD und einigen bürgerlichen Parteien, die ist dann zerbrochen und äh, da danach konnte sich keine neue Koalition bilden. Also es äh, ist den Parteien nicht gelungen, sich auf irgendeine gemeinsame Grundlage zu einigen und das zeigt ja schon auch, dass sozusagen die Interessensgruppen, die hinter diesen ähm, Parteien stehen keine vereinbaren Interessen mehr hatten, keine Grundlage mehr. Und ähm, Folge davon waren dann die sogenannten Präsidialkabinette, dass also ähm, Regierungen quasi am Parlament vorbei äh, regiert haben durch Notverordnungen. Also, das war ja im Grunde schon dann drei Jahre vor der Machtübernahme der Nazis dann die ähm, Demokratie quasi ausgehebelt in Deutschland. Und das ist eben Ausdruck dessen, dass eben so ein sozialer Konsens nicht mehr da war. Und in der Zeit hat dann quasi auch so ein Umdenken in den, innerhalb der deutschen Eliten stattgefunden, in der Wirtschaft und im Staatsapparat, dass man also gesagt hat, ähm, bisher waren eben viele dieser Leute Vernunftsrepublikaner, die gesagt haben, es ist jetzt nicht unbedingt unser Wunsch, dass wir Demokratie haben, aber es ist immer noch besser als die soziale Revolution und deswegen tolerieren wir das zunächst mal, aber das hat sich dann eben geändert. Also man hat einerseits gesagt, man möchte jetzt wieder hin zu so einer mehr... Nationalistisch-militaristischen Außenpolitik, so wie eben im Kaiserreich, und andererseits im Inneren eben zum einen ähm, die Demokratie beenden. Also, man hat das als immer größeres Problem angesehen, dass die Bevölkerung da irgendwie Mitspracherecht in der Politik hat, und zum anderen auch, dass man quasi die Arbeiterbewegung ausschalten wollte. Um eben diesen latenten Bürgerkrieg zu beenden, der also in der Weimarer Republik eigentlich nie aufgehört hat. Es war ja in den Anfangsjahren der Republik auch ein offener Bürgerkrieg zwischen Kapital und Arbeit, wie wir jetzt sehen mit ähm, der Roten Ruhrarmee und so weiter. Und das war eigentlich ähm, die ganze Zeit über einfach nur quasi unter der Oberfläche und drohte dann eben in der Krise wieder voll zum Ausbruch zu kommen. Und deswegen gab es eben schon Bestrebungen innerhalb breiter Kreise des, des Kapitals und der Bourgeoisie einfach quasi mit der Demokratie Schluss zu machen. Und da war dann eben die Frage, okay, wer ist der passende Kandidat, der das also praktisch umsetzen kann. Und da ist erstmal interessant, dass also die Nazis eigentlich gar nicht so der Wunschkandidat der deutschen Eliten am Anfang waren. Also, dass die Nazis ja auch oft durch so antikapitalistische Parolen quasi aufgefallen sind und ähm, dass sie ganz generell gegen ähm, Kaufhäuser agitiert haben zum Beispiel und äh, solche Sachen, die also einfach ähm, das für viele Kapitalisten so ein bisschen unberechenbar gemacht haben, was da eigentlich kommen wird, falls sie an die Macht kommen. Und eigentlich hätte man eher so einen traditionell autoritären Staat nach dem Vorbild des Kaiserreichs quasi bevorzugt. Und es ist auch interessant, dass also eigentlich die Nazis gar nicht oder die Nazi-Partei nicht so ein Geschöpf des Kapitals waren, wie es jetzt in diesem Plakat dargestellt wird. Also es gab zwar von Anfang an auch einzelne Kapitalisten, die die Nazis finanziell unterstützt haben, aber hauptsächlich ist die Partei eigentlich durch ähm, Mitgliedsbeiträge finanziert gewesen. Das zum einen. Zum anderen hatten sie ein äh, recht breit gefächertes Merchandise-Angebot. Also es gab zum Beispiel Margarine mit der Marke Kampf und ähm, es gab ähm, Zigaretten, die diesen Kommando. Und dann noch verschiedene andere Marken und damit haben sie viel Geld gemacht. Und was auch noch eine sehr wichtige Sache war, dass also einfach, wenn man Hitler reden hören wollte, dann musste man dafür bezahlen. Also die haben Eintritt genommen für diese ähm, Saalveranstaltungen, wo Hitler geredet hat, und das war auch wirklich eine Geldmaschine, durch die die richtig viel also verdient haben. Weil der Eintrittspreis war auch nicht so gering. Und deswegen muss man eigentlich schon sagen, dass die Nazis aus eigener Kraft eben äh, zu so einer großen politischen äh, Faktor geworden sind und jetzt nicht irgendwie aufgepeppelt wurden von künstlich quasi von Kapitalisten. Und dann war es aber doch so, also, dass dann Ende der äh, drei oder Anfang der 30er Jahre, als diese Wirtschaftskrise also immer größer wurde, dann doch also so ein Umdenken innerhalb äh, der Kapitalkreise stattgefunden hat und ähm, man einfach gesagt hat, weil die Nazis eben so einen Massenanhang haben und weil sie so straff organisiert sind und so weiter, werden sie vielleicht doch besser geeignet als andere autoritäre Kräfte, als sagen wir mal eine klassische Militärdiktatur oder so, tatsächlich da so eine ähm, quasi politische Wende ähm, durchzuführen und ähm, das, was jetzt eben notwendig war, aus der Sicht des Kapitals quasi ähm, ins Werk zu setzen. Und dann wurde ja also Hitler von Hindenburg zum Reichskanzler gemacht. Und es war am Anfang auch noch so ein bisschen die Idee, dass man ihn vielleicht so quasi ähm, steuern könnte und unter, unter Kontrolle halten quasi. Genau. Ähm, einmal kurz die Frage noch von, ähm, weil damit reingenommen, was waren so die Großkapitalisten zu der Zeit damals? Also es ist jetzt die Frage, ob die, das die waren, die jetzt Hitler schon lange unterstützt haben oder generell. Also ich meine generell, also war natürlich Thyssen-Krupp war sehr groß und ähm, es war auch so, dass Fritz Thyssen war tatsächlich einer, der sehr früh ähm, Hitler unterstützt hat. Und dann gab es äh, noch ähm, den Klavierbauer Bechstein aus München, glaube ich, der hat schon sehr früh... Ähm, Hitler unterstützt und es äh, war auch so, dass in seiner Villa quasi Hitler sich versteckt hat, nachdem dieser Hitlerputsch 1923 gescheitert war und da wollte er sich auch erschießen und die ähm, äh, Frau von diesem Bechstein hat ihn dann wohl überredet, das nicht zu machen, was natürlich wow. schade ist. Also, <laughs> weil äh, genau und ähm, also deswegen, es gab solche einzelnen Kapitalisten, die ihn quasi schon lange unterstützt haben, aber der, der Großteil war lange skeptisch und ist dann erst. Anfang der 30er-Jahre quasi umgeschwenkt, genau. Übrigens, lieber Joscha, wir haben in unserer Vorbesprechung hier haben wir gesagt, dass wir eher ein Gespräch draus machen, also wenn du, was sagen willst, kannst du das auch mal tun. Ich wollte auch noch das eben überlebt. was Ja, super, ne? <lacht> <lacht> ich wollte noch sagen, also hast du jetzt noch was konkret dazu zu sagen? Sonst habe ich eine, eine klasse Überleitung am Start. Ich habe das ja gerade schon so ein bisschen als so eine Form der Aufforderung begriffen, dass ich irgendwie jetzt mein Senf hier zu geben soll. Aber tatsächlich würde ich noch abwarten. Ich habe da ein, zwei Punkte, die mich auf jeden Fall auch mal in der Nachfrage interessieren. Aber das kann man, glaube ich, gleich, wenn wir tiefer reingehen, noch mal besser anbringen. Deswegen mhm. ähm, gönne ich dir diese schöne Überleitung jetzt. <laughs> Gegen eine gute Überleitung ist generell nie was einzuwenden. Ja, weil wir hatten nämlich auch das in der in der Folge besprochen, dass ähm, die Nazis diese ja doch dann oftmals im Wahlkampf und in den ähm, Jahren vor äh, sie an die Macht waren, das war ein toller Satz, dass sie da äh, diese, diese antikapitalistische Rhetorik, wo sie an die Macht gekommen sind, dann hier abgelegt haben. Und ähm, dann halt auch diese Zugeständnisse halt mehr gemacht haben. Also, vorher hat man halt eben viel getönt, ne? dass man eben sagt, hier ähm, gegen Kaufhäuser und was weiß ich. Aber dann gab es dann doch eigentlich einen Klassenkompromiss, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, da werde ich auch jetzt gleich noch genauer dazu kommen. Aber gerade mit den Kaufhäusern ist auch ziemlich interessant. Also, die haben halt generell gegen Kaufhäuser gehetzt, weil sie gesagt haben, das macht den kleinen deutschen Tante-Emma-Handel kaputt, sozusagen. Und dann gab es auch Boykottaktionen gegen ähm, Karstadt und so weiter. Und dann war es so, dass äh, Karstadt aufgrund dieser Aktionen tatsächlich am pleitegehen war. Und ähm, die waren sowieso schon angeschlagen wegen der Weltwirtschaftskrise, aber die wären dann aufgrund dieser Aktion schon fast pleite gegangen. Und dann ähm, äh, hat aber ohne großes Aufsehen. Ähm, der NS-Staat einfach quasi denen Kredit gegeben und die sozusagen gerettet, weil da sonst auch 20.000 Leute arbeitslos geworden wären. Und das ist halt zum Beispiel was, was das eigentlich ganz gut ähm, bebildert, was du jetzt gerade gesagt hast, dass also ich hinter dieser großen antikapitalistischen oder in dem Fall gar nicht antikapitalistischen, sondern so irgendwie vielleicht anti-großkapitalmäßigen und irgendwie kleinen. Ähm, kleinbürgermäßigen ähm, Rhetorik einfach nicht so viel gesteckt ist und ja zu dem Kleinbürger passt noch die Frage von Nightmare was hat er gefragt ähm, ob das denn stimmt dass die NSDAP auch jetzt vielleicht vor 33 schon die Partei des Kleinbürgers war ja das stimmt <laughs> auf jeden Fall also es stimmt insofern also irgendwo habe ich das auch gelesen dass quasi die NSDAP ähnliche Methoden der Geldakquirierung äh, angewendet hat wie die Arbeiterparteien. Also auch die hatten das mit Mitgliedsbeiträgen und auch mit diesen Merchandise-Produkten und so weiter. Aber dass die NSDAP das halt für ein zahlungskräftigeres Publikum gemacht hat. Also dass die ähm, durchschnittlichen NSDAP-Anhänger dann doch ähm, etwas ähm, mehr verdient haben als ein Arbeiter und deswegen das eben noch effektiver war, was sie da gemacht haben. Und die anderen großen bürgerlichen Parteien waren nicht so. Also die haben halt tatsächlich hauptsächlich von Großspenden von irgendwelchen Kapitalisten gelebt und das war eben bei der NSDAP tatsächlich anders. Genau, aber Sehr dann können wir, oder wolltest du noch was sagen? Genau, ich würde da vielleicht einmal darauf eingehen, dass ja auch, wenn man sich jetzt das anguckt, was du einmal angesprochen hast mit dieser Politik gegen Kaufhäuser, aber auch, was wir beispielsweise im Podcast besprochen haben mit dem ursprünglichen 25-Punkte-Programm der NSDAP, da war ja auch ein, ein wichtiger Punkt die Bodenreform. Und man sieht ja auch, also wenn man Kleinbürger sich jetzt anschaut als eben so Basis der NSDAP, dann ähm, ist es ja wirklich so, dass die Politik schon im Interesse dieser Gruppen gemacht wurde. Also einmal eben kleine Ladenbesitzer, lokales Handwerk und auch Bauerntum. Und das sind ja auch genau die Gruppen, in denen die NSDAP immer am erfolgreichsten war. Also das kann man sich ja anschauen. In ländlichen Gebieten war die NSDAP sehr stark vertreten und bei den Klassen dann eben auch bei ähm, ja, eben allen, allen Gruppen außerhalb. Von Arbeitern. Das war ja sogar so, dass die, also das klassische Proletariat in den Großstädten, die Gruppe war, in der die NSDAP eigentlich am letzten noch ähm, große Zugewinne machen konnte und es teilweise auch nie geschafft hat, dort Mehrheiten zu finden. Also das stimmt auf jeden Fall. Also gerade in Dortmund zum Beispiel der Dortmunder Norden war immer eigentlich eine No-Go-Area für die Nazis. Die haben sich erst nach der Machtübergreifung da überhaupt reingetraut, dass sie da auch mal eine Demo gemacht haben oder so, weil das tatsächlich für sie ein feindliches Terrain vorher war. Aber also ich meine von der Rhetorik der Nazis stimmt das auf jeden Fall, dass die Politik sozusagen für die kleinen Bürger und kleinen Händler und kleinen Ladenbesitzer gemacht haben. Aber ich weiß nicht, ob das sozusagen mit ihrer realen Politik so übereinstimmt, weil es tatsächlich dann, als sie an der Macht waren, eine enorme Konzentration des Kapitals gegeben hat, also Kartellbildung, immer größere Konglomerate von ähm, zusammengeballtem ähm, Kapital, also sowas wie IG Farben und so weiter, wo also riesige Firmenzusammenschlüsse, die teilweise auch zwangsweise vom NS-Staat quasi die Unternehmen genötigt wurden, sich zusammenzuschließen. Und das ist ja in vielerlei Hinsicht eigentlich das Gegenteil von dem, was sie eigentlich propagiert haben. Aber dann können wir ein bisschen näher darauf eingehen, wie lief denn eigentlich die Wirtschaftspolitik dann ab, als Hitler an, der, an die Macht kam. Also zunächst mal war es ja so, dass ein großes Versprechen war, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Und die war ja tatsächlich sehr hoch. Also sechs Millionen waren arbeitslos, als er an die Macht kam. Und er ist tatsächlich ähm, gelungen, dann innerhalb von drei Jahren eigentlich die Arbeitslosigkeit auf Null zu senken, was wirklich ähm, zu der Zeit für sehr große Verwunderung ähm, gesorgt hat und ihm also sehr großes Prestige auch eingebracht hat, sowohl im in Innen als auch im Ausland. Ähm, und ähm, man muss dazu sagen, dass zum Teil das auch darauf zurückging, dass also ähm, quasi... Ähm, Arbeitskräfte vom Arbeitsmarkt genommen wurden, also jetzt nicht neue Arbeitsplätze ähm, geschaffen, sondern dass zum Beispiel gab es dieses Ehestandsdarlehen, was also Frauen, wenn sie vorher berufstätig waren, dann geheiratet haben und danach sich verpflichtet haben, nicht mehr zu arbeiten, dann haben die da einfach Geld vom Staat dafür gekriegt, so eine Art Prämie. Genauso war es auch so, dass einfach ähm, dadurch, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wurde, war ja ein ganzer Jahrgang quasi schon mal aus dem Arbeitsmarkt rausgenommen. Dann gab es noch den Reichsarbeitsdienst, das war quasi ein Jahr vor der, der ähm, Wehrpflichtern. Das heißt, teilweise haben sie. Ein paar Leute sind vielleicht auch verschwunden. Ja, das mm. natürlich auch, aber ich weiß nicht, ob das zahlenmäßig ja. so in dem, also mm. zu dem Zeitpunkt, so ins Klar. Gewicht gefallen ist. Aber das stimmt natürlich. Und aber trotzdem, selbst wenn man diese ganzen Effekte rausrechnet, bleibt es trotzdem beachtlich, also dass die Arbeitslosigkeit so schnell ähm, gesenkt werden konnte. Und ähm, die wurde also ähm, durch ein staatliches Konjunkturprogramm. Letztendlich ähm, gesenkt. Also, der Staat hat sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und ausgegeben. Zum einen für zivile Infrastrukturprojekte, sowas wie die berühmten Autobahnen, aber auch Wohnungsbau zum Beispiel. Aber vor allem zum noch, noch viel, viel größeren Teil, also für die Rüstung, das also ähm, systematisch halt ähm, aufgerüstet wurde. Und ähm, deswegen, also da wurden dann sehr, sehr viele Arbeitskräfte gebraucht in den Waffenfabriken. Genau. Und ähm, Finanziert wurde das Ganze durch staatliche Schulden, wobei ganz interessant ist, also wie das ähm, ins Werk gesetzt wurde. Also es äh, sollte vor der Öffentlichkeit verschleiert werden, dass also der deutsche Staat sich so sehr verschuldet. Und das hat man durch die sogenannten MEFO-Wechsel gemacht. Also es gab die metallurgische Forschungs-GmbH, das war eine Scheinfirma, die nur zu dem Zweck gegründet wurde, eben diese Schulden zu verschleiern. Und diese Firma hat dann die sogenannten MEFO-Wechsel rausgegeben. Das waren so eine Art ähm, ja, Wertpapiere und damit hat sie die Rüstungsfirmen äh, bezahlt und die konnten dann damit wiederum ihre Zulieferer auch bezahlen. Und es gab das Versprechen, dass nach fünf Jahren man das quasi in echtes Geld in den Reichsmark umwechseln kann. Und ähm, die Spekulation des Regimes war eigentlich, dass man irgendwann ja einen Krieg anfangen möchte und dass man quasi dann diese Schulden dadurch wieder reinholt, dass man quasi die besetzten Länder ausplündert. Also, das war quasi die, die Überlegung dabei. Und dann gab es also 1936 den Vierjahresplan und ähm, Hitler hat dann ähm, in einer geheimen äh, Denkschrift dazu geschrieben, dass also in vier Jahren äh, die deutsche Armee kriegsbereit sein muss und die deutsche Wirtschaft ähm, auch äh, kriegstauglich. Und das kriegstauglich hieß dann vor allem auch, dass man quasi auf Autarkie gesetzt hat, dass ähm, die Ein Foren aus dem Ausland möglichst reduziert werden sollten und das war dann auch damit verbunden, dass man quasi bestimmte Produkte, die man bisher importiert hatte, eben selber erzeugen musste. Also vor allem betraf das ähm, Gummi und Benzin. Also man hat ähm, damit experimentiert, ähm, Kohle zu verflüssigen, um eben daraus Benzin zu machen und ähm, auf synthetische Weise ähm, Gummi herzustellen, weil bisher war das ja Kautschuk eben Naturprodukt aus ähm, Lateinamerika, glaube ich. Und ähm, genau. Da kommt noch eine Frage. War denn die Frage okay. ist: War dann äh, die Investition in die, äh, in die Rüstungsindustrie ein Resultat der Politik gegen Arbeitslosigkeit oder waren die Arbeitsplätze ein positiver Nebeneffekt der Kriegstüchtigkeitspolitik? Ähm, also, ich würde sagen, es war so, dass Hitler auf jeden Fall von Anfang in den Krieg wollte. Also, das war ganz klar, das war sein. Großes Ziel. Er wollte Krieg, er wollte eben Lebensraum im Osten erobern für das deutsche Volk und so weiter. Und ähm, er musste aber die Arbeitslosigkeit auch reduzieren, weil es war klar, dass er zwar jetzt diktatorisch herrschte, aber irgendwie auch so eine... Einen Rückhalt in der Bevölkerung gebraucht hat. Und das war sein großes Versprechen. Und ich glaube, wenn das nicht äh, eingetroffen wäre, wäre, wären die Nazis auch nicht an der Macht geblieben. Also sie mussten das auch machen und waren daran tatsächlich auch sehr erfolgreich. Aber letztendlich äh, war dann doch das, das größere Ziel eben die Aufrüstung. So würde ich das, glaube ich, sehen. Genau. Das ähm, geht ja auch einfach wunderbar Hand in Hand. Richtig, genau. Und also was man auch sagen muss, dass halt die Wirtschaft dann in dem, äh, also spätestens mit dem Vierjahresplan dann auch sehr stark staatlich gelenkt wurde, also dass es zum Beispiel festgelegte Preise gab, festgelegte Löhne und ähm, dass der ganze Außenhandel eigentlich staatlich organisiert war, also dass äh, das tatsächlich ähm, der freien Marktwirtschaft sozusagen in vielen, äh, vielerlei Hinsicht auch ähm, widersprochen hat, wie da vorgegangen wurde. Genau, und dann man, äh, äh, kam eben der, äh, Krieg. Kam der Krieg, oder wolltest du noch was sagen? Genau, vielleicht dazu, weil das ja ein sehr wichtiger Punkt ist, der beispielsweise am Anfang ja im 25-Punkte-Programm auch dran stand und was sich auch immer noch so ein bisschen hält, dass dann eben Industrie oder generell Ökonom Ökonomie stark verstaatlicht wurde. Kann man denn davon sprechen oder handelt es sich dabei nur um eine staatliche Steuerung? Oder gab es tatsächlich eine Verstaatlichung und eine Lenkung von Betrieben dann auch durch staatliche Beamte? Na, also, es war so, dass in diesen Planungskommissionen, also für den Vierjahresplan, dann oft auch ähm, Industrievertreter drin saßen. Also, dass es teilweise tatsächlich eine Verschmelzung gab von Industrievertretern und ähm, ja, Beamten aus dem Staatsapparat, die eben diese Planung übernommen haben. Aber dennoch ähm, ist, war das alles auf privater Profitwirtschaft äh, basierend. Also, dass zwar. Ähm, das nimmt jetzt vielleicht schon ein bisschen was vorweg von dem, was ich später sagen wollte. Aber es ist halt so, dass quasi die Kapitalisten extrem profitiert haben. Also sie haben also große Profite gemacht im NS, aber sie haben quasi nicht so viel zu sagen gehabt. Also sie haben quasi nicht ähm, wirklich die grundlegenden ähm, Linien der Politik nicht bestimmt. Das waren schon sozusagen die Führung der Nazi-Partei. Ähm, aber die Betriebe waren halt komplett in privater Hand und haben auch auf privaten Profit profitiert. Oder gewirtschaftet. Das ist ganz witzig, das würde ich vielleicht noch einmal dazu anmerken. Das ist nämlich auch was, was wir in der Faschismusfolge besprochen haben, dass es damals auch eine ziemlich starke Polemik von den Nazis dann gegen die Produktion bestimmter Güter gab, wo man dann eben auch versprochen hat, wenn wir an die Macht kommen, wenn wir die Ökonomie lenken können, dann wird nicht mehr in den Fabriken so nutzloses Zeug wie Haushaltsgegenstände produziert. Nur noch schöne deutsche Bomben. Genau, also tatsächlich war das immer so, was das gesagt wurde, dass das halt eine Schweinerei ist, dass so viel, Indus dass so viel industrielle Kapazität äh, eben für nutzlose Konsumgüter ja. eingesetzt werden, anstatt für Kanonen und Bomben. Ja, ja genau, da, da werde ich auch noch dazu kommen. Ja. Ähm Genau, aber vielleicht erstmal noch kurz äh, zum, zum Krieg, um das abzuschließen. Also, ähm, da äh, kommt dann quasi als ähm, neues ähm, Element einerseits diese Ausplünderungspolitik ähm, zum Tragen, die ja dann äh, zunächst mal ist die Rechnung ja tatsächlich aufgegangen, dass man dadurch, dass man halt einfach die überfallenen Länder äh, massiv ausgebeutet hat, tatsächlich ähm, äh, der deutsche Staat sich da schadlos halten konnte. Und ähm, zum anderen kommt natürlich die Zwangsarbeit dazu, also dass eben Millionen von Leuten, ähm, vor allem aus Polen und äh, der Sowjetunion, eben deportiert wurden nach Deutschland und da äh, arbeiten mussten. Und also das ist sehr abgestuft, die Arbeitsbedingungen. Also es gab Leute aus Frankreich zum Beispiel, wo die Arbeitsbedingungen jetzt auch nicht so viel schlimmer waren wie jetzt für Deutsche, aber ähm, das geht dann ein bis bisschen zur Vernichtung durch Arbeit eben, das, wo eben bei jüdischen Häftlingen zum Beispiel, also das Ziel eigentlich eher war, sie ähm, umzubringen und die Arbeit nur ein Mittel dazu und aber auf jeden Fall war es für die große Masse der Zwangsarbeit eine sehr sehr ähm, ja heftige Form der Ausbeutung und der Sklavenarbeit letztendlich genau ja ähm, dann wollte ich jetzt dazu kommen wie denn diese ähm, Ereignisse zu deuten sind also ich hatte am Anfang diese zwei ähm, Pole ähm, Aufgezeigt, einerseits nationaler Sozialismus, andererseits äh, Nazis als Agenten des Kapitals. Und ich wollte jetzt erstmal auf den nationalen Sozialismus ähm, eingehen, weil das ist ja auch so ein bisschen das Selbstbild der Nazis gewesen. Die haben ja gesagt, wir wollen eine Volksgemeinschaft schaffen. Und in dieser Volksgemeinschaft sind die alten Klassengegensätze aufgehoben und alle Deutschen. Die, also quasi arisches Blut haben und so weiter, sind in einer Solidargemeinschaft und es soll da Gleichheit herrschen und es soll egal sein, ob man jetzt ähm, Sohn eines Arbeiters oder eines Professors ist. Die sind alle in der Hitlerjugend gleich und sitzen da gemeinsam am Lagerfeuer und es gibt Aufstiegschancen, dass man sich ähm, sozusagen, wenn man nur tüchtig ist, da auch hocharbeiten kann und so weiter und so fort. Und ähm, ist halt die Frage, wie sieht es da damit aus in der Realität? Und da gibt es eben diesen Historiker Götz Ali, der sagt, im Grunde ähm, hat die Realität tatsächlich sogar war recht nah an dieser Propaganda. Und ähm, dass durch Umverteilungsmaßnahmen für die unteren Schichten tatsächlich die Nazis das geschafft haben, ähm, dem, dem deutschen Volk quasi materiell zu helfen. Es ist zum Beispiel so, dass das Kindergeld, was wir immer noch kennen, 1935 unter den Nazis eingeführt wurde, dass es eben so diese Napolas gab, nationale Erziehungsanstalten, wo im Grunde Kinder aus schlechten sozialen Verhältnissen kostenlose Bildung bekommen konnten und dadurch auch äh, sozial aufsteigen. Ähm, es gab diese Aktionen wie Kraft durch Freude, dass man eben günstig Urlaub machen konnte und solche Sachen. Und. Ähm, Finanziert wurde das, ähm, so die These von Götz Ali jetzt, ähm, zum einen ähm, durch eine stärkere Belastung der Reichen, also die ähm, Unternehmenssteuer wurde tatsächlich erhöht unter den Nazis und zum anderen vor allem durch diese Ausplünderung der, ähm, ja, sowohl der Juden eben, die enteignet wurden, als auch ähm, der überfallenen und unterworfenen Völker. Und deswegen ähm, sagt eigentlich Götz Ali, dass ähm, der Nationalsozialismus tatsächlich so etwas wie ein Nationaler Sozialismus gewesen sei, aber er bewertet das trotzdem negativ, also er ist jetzt kein Anhänger der Nazis, sondern sagt also, das war natürlich alles auf Kosten von ähm, denen, die eben ausgeschlossen waren aus der Volksgemeinschaft, aber dennoch für die Volksgenossen selber sagt er auch, war es eigentlich eine Wohlfühldiktatur, die haben die Nazis jetzt nicht als so was äh, Repressives wahrgenommen. Genau. Und ähm, das ist jetzt halt die Frage, wie das, ähm, was davon zu halten ist, von der These und also. Nach dem, was ich jetzt so dazu gelesen habe, hält das also ähm, einer genaueren Prüfung nicht stand. Also ähm, zum einen ähm, ist es so, dass der NS tatsächlich die Profite der deutschen Unternehmen wiederhergestellt hat. Also die Profitrate ist stark angestiegen und die Lohnquote ist gesunken. Also sozusagen der An Anteil ähm, des, dessen, was die Arbeiter verdient haben am ähm, Nationalreichtum, wurde weniger. Gleichzeitig ist also die Wochenarbeitszeit extrem gestiegen, von 41,5 Stunden 1932 dann bis auf ähm, 47 Stunden ähm, durchschnittlich ähm, Ende der 30er Jahre. Das heißt, die Menschen haben mehr gearbeitet und haben dann letztendlich trotzdem weniger verdient ähm, pro Woche. Und ähm, ermöglicht wurde das natürlich durch die Zerschlagung der Arbeiterbewegung. Also dadurch, dass die Arbeiter keine ähm, Gewerkschaften hatten und keine Organisation, um sich quasi zu organisieren, sich zu verteidigen, ähm, war das möglich, dass die dass sozusagen Gewichte sehr stark auf die Seite des Kapitals dann sich verlagert haben. Und ähm, es stimmt zwar, dass die Unternehmer dann auch stärker steuerlich belastet wurden, aber nichtsdestotrotz blieb ihnen unterm Strich also mehr als äh, zuvor. Und das, was quasi der Staat dann da abgezogen hat an Steuern, das ging jetzt zum Großteil auch nicht in irgendwelche ähm, ja, äh, Sozialausgaben fürs Volk, sondern das ging eben wieder in die Kriegsmaschinerie äh, zurück. Und ähm, das gibt eben... Das hatte Joshua auch schon angesprochen mit dieser Agitation gegen irgendwelche nutzlosen ähm, Haushaltsgeräte. Eine massive Verschiebung in der Produktion, also von Konsumgütern von zivilen Gütern hin zur Rüstungsproduktion. Das macht sich zum Beispiel darin bemerkbar, dass man also lange Zeit also für Viehfutter eben viel importiert hat, damit eben in die deutschen Landwirte also Mul Milch und ähm, Butter und ähm, Fleisch produzieren können und dass das aber enorm ähm, rationiert wurde und dann stattdessen also Rüstungsgüter ähm, eben eingekauft hat und das hat tatsächlich zu einer starken Verschlechterung der Versorgungslage zur Verschlechterung der Lebensmittelqualität ähm, äh, geführt. Also es mussten schon bevor der Krieg angefangen hat, mussten bestimmte Lebensmittel rationiert werden, also Fleisch, Butter, ähm, Milch gab es eben nur noch eine bestimmte Menge pro Woche. Das Einzige, was die Menschen mehr konsumiert haben in den 30er Jahren, waren Kartoffeln, aber sonst auch anderes Gemüse gab es also alles weniger. Und ähm, das lässt sich auch nachweisen, dass das also den Gesundheitszustand der Bevölkerung sich dadurch verschlechtert hat. Also es war zum Beispiel so, dass die Sterblichkeit unter Kindern und Jugendlichen ähm, angestiegen ist und das lässt sich sogar auch im Größenwachstum ähm, festmachen, also dass also ähm, Kinder in äh, anderen europäischen Ländern in den 30er Jahren eigentlich größer geworden sind ähm, als äh, deutsche Kinder, weil denen eben sozusagen proteinhaltige äh, Nahrungsmittel gefehlt haben. Und das ist aber schon richtig krass. Also wenn man das sogar in der Größe schon messen kann, dann ist es ja jetzt nicht irgendwie so eine, so eine Kleinigkeit, sondern es ist das ja wirklich ein sehr, sehr äh, stichhaltiges Argument. Auf jeden Fall. Also, mich hat das auch überrascht, als ich das so gelesen habe, aber das scheint schon so ähm, zu sein. Und also, man spricht auch von der sogenannten Fettlücke, also, dass die Deutschen sozusagen eine, eine Lücke hatten, was jetzt die Fettversorgung ähm, äh, anging. Und ja, wolltest du was sagen? Nee, nee, ich, ich, mir fiel nur gerade auf, ja, ja, das ist auch, dass ich diesen Begriff dazu mal gehört habe. Ich finde es halt auch ganz spannend, dass das ja auch genau diesem Ideal eigentlich widerspricht, dass die Nazis immer dann in Bezug auf die biologische Entfaltung der Bevölkerung dann formuliert haben, dass sogar unter ihrer Herrschaft dann die deutschen Kinder ja kleiner geworden sind oder weniger gleich mit der restlichen europäischen Bevölkerung gewachsen sind. Ja, das stimmt. Also eigentlich war ja das Ziel quasi eine höhere Züchtung der arischen Rasse und dass man quasi körperlich möglichst gesunde und ähm, leistungsfähige Menschen hervorbringt und das Gegenteil war der Fall. Das, das ist richtig. Und deswegen muss man eigentlich auch zu dem Schluss kommen, dass also der NS selbstverständlich keine Volksgemeinschaft war, sondern nach wie vor eben eine Klassenherrschaft, die also die kapitalistische Ausbeutung ähm, nochmal stark ähm, ja, verstärkt hat. Einfach im Vergleich zur der Weimarer Republik. Wie kommt denn dieser, wie heißt der? Götz Ali. Götz Ali, kommt denn, wie kommt der denn da drauf? Also ist das einfach nur so, der hat, der hat irgendwie sich diese, diese schönen Bilder angeguckt von den, von den Freizeiten, wie die Nazis da ihre kostenlosen Ausflüge machen oder ihre vergünstigten Ausflüge und äh, wie die Arier ihre, oder sogenannten Arier besser gesagt, äh, ihre Speere da werfen und ihre Ertüchtigung machen und hat sich dann gedacht, wow, ähm, das sieht ja voll solidarisch alles aus, oder was war mit dem? Also, ich denke, dass er halt, also er weist ja schon auf bestimmte Dinge hin, die es auch tatsächlich gab oder nimmt sich da Aspekte heraus, also gerade mit dieser ähm, größeren sozialen Mobilität. Das stimmt natürlich, dass ähm, also in ähm, dem Nationalsozialismus teilweise schon Leute in höhere Positionen kommen konnten, wo es das vorher nicht möglich war. Also es war zum Beispiel so, dass noch in der Weimarer Zeit im Militär die äh, Offiziersposten äh, eigentlich für Adlige vorbehalten waren und das ist ziemlich schnell dann gefallen während der Nationalsozialismus am Ende hat man glaube ich sogar Offiziere ohne ähm, abgeschlossene Schulausbildung dann genommen einfach weil das dann nicht anders möglich war und ähm, aber auch zum Beispiel das ähm, ich hatte ja von Karstadt gerade erzählt dass sie dann vom Staat gerettet wurden und da war aber die Auflage quasi dass sie halt ähm, aus ihren Führungspositionen alle Juden entlassen und das haben sie dann auch brav gemacht und da konnten natürlich viele Leute aus dem mittleren Management dann aufsteigen und also das gab es tatsächlich schon und äh, es gab ja auch diese Sache mit der Besteuerung, dass die, die Reichen halt dann auch mehr Steuern zahlen mussten und es gab auch diese ganze Sache mit natürlich, dass durch die Ausplünderung der Menschen in den besetzten Gebieten halt in Deutschland dann doch relativ lange auch während dem Krieg noch ein höherer Lebensstandard gehalten werden konnte, wie das jetzt dann in Kriegszeiten in den anderen Ländern war. Und es gab auch diese ganzen Aktionen wie Kraft durch Freude und so weiter. Aber wenn man dann halt tatsächlich so sich das Alltagsleben anschaut und guckt, okay, wie viel. Hatte, hatte man dann am Ende des Monats noch in der Tasche oder so, dann merkt man halt schon, dass es halt letztendlich ein Mythos ist, diese Sache mit dem nationalen Sozialismus. Und was ich glaube, also das ist jetzt so ein bisschen eine Spekulation, aber dass dieser Götz Ali in Wirklichkeit eigentlich damit das Kapital in Schutz nehmen möchte und den Sozialismus verunglimpfen, also dass er den Sozialismus in die Nähe des NS rückt, ist glaube ich weniger dem geschuldet, dass er also... Vor dem NS warnen will, sondern eher, dass er halt äh, was gegen den Sozialismus hat. Also, es passt auch dazu, der ist selber, glaube ich, ein Alt-68er und der hat, irgendein, hat auch ein Buch geschrieben, wo ich den Namen jetzt gerade nicht mehr weiß, aber wo es auch. Unser Kampf. Geht. Ja, genau. Und da geht es eigentlich auch darum, dass die, dass die ganzen 68er im Grunde so was wie verkappte ähm, Rechtsradikale gewesen seien. Also teilweise geht es dann auch um solche Sachen wie jetzt ähm, Antizionismus und so weiter. Und aber letztendlich, vielleicht sind da auch ein paar Aspekte, die zu Recht kritisiert werden müssen, was die, was damals halt äh, gemacht wurde in der 68er-Bewegung. Aber insgesamt geht es einfach darum, das zu denunzieren als eine rechte Veranstaltung. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man auch seine Thesen zum Nationalsozialismus dann sehen. Daher weht also der Wind. Ähm, ja noch den kommentar äh, fand ich noch ganz interessant äh, von schreck gab meines wissens nach nur ein einziges unternehmen im nationalsozialismus das voll verstaatlicht wurde und zwar die junkers flugzeug und motorenwerke mhm. wohl auch nur weil der eigentümer hugo junkers sich geweigert hat mit den nazis zu kooperieren dass das Privateigentum an Produktionsmitteln ungetastet bleibt, wurde schon Anfang der 20er Jahre im 25-Punkte-Programm der NSDAP festgehalten. Mhm. Ja, das passt ja zu dem, was wir gesagt haben. Okay, dann könnte man jetzt noch, ähm, ah, da ist noch ein anderer Kommentar. Kann auch sein, dass er die, die den Zuspruch der Deutschen an die Nazis ökonomisch erklären wollte und nicht die ideologische Begeisterung wahrhaben wollte. Also Götz Ali. Ah, okay. Ja, ich glaube, da ist tatsächlich auch was dran. Also, dass er tatsächlich behauptet, die Nazis, äh, die, die, äh, also die Nazis hätten die Deutschen durch ökonomische Angebote ködern müssen. Also die, da, das, das, das ist schon richtig. Ähm, aber trotzdem bleibt halt richtig, dass dann quasi dieser Köder im Grunde so. Ähm, ja, dass es dann so weit auch nicht her war. Also dass einfach die, die, ähm, ja, die Lebensverhältnisse sich eben nicht verbessert haben unter den Nazis. Genau. Ja, ich würde ich würd vielleicht schon nicht diese staatlichen Konsumangebote oder sagen wir mal eher Konsumzwänge der irgendwie runterspielen, was es an Großprojekten gab. Also einmal, was du natürlich mit Kraft durch Freude angesprochen hast, aber auch die ganzen Jugendangebote und die Massenereignisse, die den Leuten geboten wurde. Das ist ja schon etwas, was gerade dann, sagen wir mal, ärmeren Leuten, die in den Krisenjahren dann nicht die Möglichkeit hatten, eigentlich den Konsum von, sagen wir mal, jetzt Kunst, Kultur, sportlichem Erleben und Urlaub dann ermöglicht haben. Und ganz häufig sind es ja auch solche staatlichen Einbindungen der Bevölkerung. Mit denen dann auch genau dieses Bild vermittelt werden kann von einer Verbesserung der Lebensumstände, weil sie im Endeffekt jetzt irgendwas zu tun haben. Da ist natürlich auch ganz viel moralische Wertschätzung von Staatsseite mit dabei, die dann den Leuten auch ähm, sehr stark dann ein positives Bild davon reinspielt. Aber es ist ja auch eine tatsächliche physische Erfahrung von etwas, wo die vielleicht dann über den Individualkonsum im vorherigen System nicht rangekommen wären, einfach weil sie sich nicht leisten können. Selbst wenn die Restlichen Lebensumstände sich sogar tendenziell eher verschlechtert haben, ist sowas dann was, was Leuten auch teilweise einfach im Sinn bleibt. Es ist ja auch klar, das ist auch eine konkrete materielle Sache mit dieser Ermöglichung von diesen Freizeitangeboten, aber gerade von sowas geht ja auch eine, so eine immaterielle, da haben wir eher weniger drüber geredet und das ist ja auch ein Aspekt äh, von dem Ganzen, dass es halt einfach auch eine immaterielle Kollektiverfahrung dann für diesen Volkskörper ja war und der kann dann halt ja schon auch hinwegtrösten darüber, dass man dann am Ende des Tages, des Monats dann weniger auf dem Teller eigentlich hatte. Haben die teilweise vielleicht Leute gar nicht so stark wahrgenommen, weil sie halt auch in diesem, ja wie man das so schön beschreibt, diesem Wahn dann auch waren und auch, aber auch tatsächlich diese, das auch dann genossen haben, sozusagen sich so zu fühlen, als wären sie auf der Gewinnerstraße, als wären sie halt eben die Spitze. Der, der Menschheit, ja, was ihnen ja suggeriert wurde. Wir sind halt hier die, die Anführer und die anderen sind halt minderwertig. Das ist ja, das ist ja auch eine enorme Aufwertung neben diesem Kollektivgefühl, was dann da probiert wurde zu erzeugen. Das stimmt sicherlich. Und ähm, ich denke, was man auch nicht unterschätzen darf, ist einfach diese Reduzierung der Arbeitslosigkeit, weil das hat den Menschen ja schon irgendwie auch so etwas wie eine materielle Sicherheit gegeben. Also auch wenn man jetzt Vielleicht weniger verdient hat und länger arbeiten musste, aber man hatte zumindest ähm, so eine Planbarkeit. Und das ist dann, glaube ich, schon auch für viele Leute recht wichtig gewesen. Genau. Und ich denke, wenn man jetzt quasi gesehen hat, okay, Nationalsozialismus war es nicht und äh, die Kapitalisten haben eher profitiert vom Nationalsozialismus, könnte man sich ja nochmal diese entgegengesetzte These anschauen und nochmal kurz äh, zurückkommen auf dieses äh, Plakat vom Anfang. Und ähm, ja, sich überlegen, ähm, war, waren die Nazis jetzt einfach eine Marionette ähm, der Kapitalisten? Und ähm, so ähnlich wurde es ja auch von Georgi Dimitrov ähm, formuliert, in dieser berühmten Faschismusdefinition der Kommentaren, dass der Faschismus eben die terroristische Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals gewesen sei und ich meine richtig ist daran ja wie wir auch schon äh, mehrmals gesagt haben dass die nazis äh, oder dass die konzerne enorm profitiert haben von der naziherrschaft dass sie ihre profitraten steigern konnten dass sie vor allem von der rüstungskonjunktur aber dann später eben auch von der zwangsarbeit ähm, stark profitiert haben. es ist auch richtig dass die meisten ähm, kapitalisten da sehr bereitwillig kooperiert haben mit den nazis und die Angebote gerne wahrgenommen haben, quasi da Profit zu machen. Also es gab ja, ging auch bis dahin, dass, also wie zum Beispiel IG Farben hatte äh, eine Fabrik direkt äh, neben dem Konzentrationslager Auschwitz und die haben da also direkt die äh, Gefangenen aus Auschwitz dann eben bei sich arbeiten lassen und so weiter und haben da direkt mit der mit der SS zusammengearbeitet. Also deswegen, das ja. Aber ähm, wir haben ja schon gesehen, dass bereits in der Anfangszeit andererseits die NSDAP nicht einfach ein Geschöpf der ähm, Kapitalisten war, sondern dass sie durchaus aus eigenständiger, eigenständiger politischer Machtfaktor war. Und das hat sich, denke ich, während der NS-Zeit eher noch verstärkt, also dass sie quasi schon die Nazi-Partei und der Nazistaat schon eine gewisse ähm, Autonomie hatte. Und sich nicht einfach darauf reduzieren lässt, dass er quasi das ausgeführt hat, was ähm, die Kapitalisten wollten. Und ähm, das ist, also spätestens wird das ganz offensichtlich, wenn man jetzt über den Vernichtungskrieg ähm, im Osten redet, also die Millionenfache Ermordung eben von ähm, Polen, von ähm, Russen, aber auch dann natürlich der Holocaust, dass also da ähm, Millionen von Arbeitskräften, die man also profitabel hätte ausbeuten können, letztendlich aus ideologischen Gründen ermordet wurden, ist ja eigentlich eine Sache, die man mit so einer ähm, kapitalistischen Profitlogik ähm, nicht erklären kann. Und ähm, genau deswegen ist es eigentlich schon so also richtig zu sagen, dass sich die Nazis quasi ähm, die... Ähm, das deutsche Kapital irgendwie untergeordnet haben und dass die quasi zwar profitieren konnten, teilweise auch mitgeplant haben, aber dass die Richtlinien der Politik, also von der NS-Führung, letztendlich ähm, ja, ähm, entschieden wurden. Und ähm, wie es dazu kommen konnte, dass sich quasi der NS-Staat da so ähm, von seiner ökonomischen Basis. Ähm, emanzipiert hat und autonom geworden ist. Das wäre tatsächlich eine sehr komplizierte Frage, die man, denke ich, auch nicht einfach nur so quasi ähm, behaupten kann, sondern man müsste das letztendlich erklären aus den ähm, sozialen Verhältnissen in Deutschland selbst. Also, dass, dass man versucht zu untersuchen, wie war denn die Struktur der Gesellschaft, dass der Staat eben sich so unabhängig machen konnte von der besitzenden Klasse. Und ähm, das ist aber, glaube ich, eine Sache, die jetzt hier zu weit führen würde und die, da wo ich mich jetzt auch nicht in der Lage sehe, das also wirklich zu erklären, aber ich denke, dass man das schon konstatieren muss, dass eben diese Sichtweise, wie das in diesem Plakat dargestellt wird, einfach so nicht ähm, stimmt. Und ähm, also man muss vielleicht dazu sagen, das Plakat ist von 1932, also noch vor der Machtergreifung und da so vieles was dann später im NS. Haben, konnte man damals noch nicht wissen. Und ich finde es auch so aus Agitationszwecken vielleicht gar nicht so schlecht, darauf hinzuweisen, dass die Nazis also im Grunde tatsächlich eben Interessen des Kapitals vertreten und nicht ähm, der einfachen Bevölkerung. Trotzdem ist eben diese Vorstellung von Hitler als Marionette letztendlich einfach falsch, würde ich sagen. Ja ich glaube auch dass das problem bei vielen von diesen erklärungsmodellen ist auch das was wir gerade schon mit götz ali angesprochen haben aber auch was da so ein bisschen drin steckt in eben faschismus als steigbügelhalter oder faschismus als steigbügelhalter der großkapitalisten das sind ja alles auch erklärungsmodelle die stark damit zusammenhängen dass man eigentlich die schuldfrage klären möchte und gleichzeitig für das eigene Klientel oder die zu schützenswerte ökonomische Idee so ein bisschen ähm, Schutzmacht spielen möchte und da eben äh, die Weste wieder weiß waschen möchte. Und darüber funktioniert das ganz gut, wenn man natürlich die Schuld dann an eine verhasste Gruppe von Leuten oder einem verhassten System dann zuschreiben kann für den Faschismus, weil man damit nachhaltig die eigene Gruppe rehabilitiert und das für immer dann eben damit negativ in Verbindung bringt, gerade mit dem Nationalsozialismus, dem, wie ähm, oft dann auch gesagt wird, das ne, schlimmsten, schlimmsten System, was politische Entwicklung der Menschheit so hervorgebracht hat. Mhm. Ähm, dann die Frage von, von Walter, haben ausländische Kapitalisten wie Ford und Co. oder noch andere. Auch profitiert, inwiefern und ähm, bis wann auch Machtübergreifung, äh, vor der Machtübergreifung oder noch danach. Vielleicht ganz kurz als Beispiel, was mir dazu einfällt, äh, wäre mit Fanta. Ähm, was ja, also das war ja so ein, so ein ganz skurriles, so, so eine ganz skurrile Geschichte, dass, ähm, dass Coke dann ähm, auch unter, äh, also dann erst Probleme gehabt hat und dann weil das dann ja auch nicht mehr hier verkauft, äh, verkauft werden äh, konnte in, in Deutschland ab einem gewissen Zeitpunkt. Äh, war ja Fanta dann auch so eine Entwicklung, um da, äh, ja, um da so rauszukommen. Aber die, die Profite hat, glaube ich, weiterhin dann der Core-Konzern, und es war trotzdem noch angegliedert da dran. Es war halt dann nur eine, eine diese deutsche Erfindung mit Fanta, aber trotzdem war das ja jetzt nicht irgendwie so, dass das unabhängig von dem Core-Konzern dann geworden ist. So wie ich es in Erinnerung habe. Ja. Also es ist schon auch irgendwie dann interessant oder verwirrend, dass quasi obwohl die beiden äh, Mächte im Krieg miteinander liegen, dann da ähm, Handel getrieben wird und Profite abgezogen werden und so weiter. Also ich weiß auch so für die Anfangszeit äh, des NS, dass teilweise die ähm, ausländischen Unternehmen dann auch sehr stark versucht haben, quasi auf die Gepflogenheiten, wie sie jetzt halt... In Deutschland geherrscht haben, einzugehen. Also, dass sie teilweise dann jüdische Mitarbeiter abgezogen haben, dann nach USA oder sowas, damit die da quasi nicht so anecken durch solche Sachen und ähm, also schon versucht haben, quasi sich da anzupassen, um quasi weiter ihre Profite machen zu können. Ja, das ist ja das, wofür der Kapitalismus bekannt ist, dass er, dass er in, in jeder Situation, egal, fast egal was es ist, jetzt außer. Sag ich mal, das Kapital wird grundsätzlich infrage gestellt. Darin kann man sich natürlich schlecht dann als Kapitalist anpassen. Ähm, ist halt irgendwie immer gelingt, äh, dann halt trotzdem, dass die Profite weiterlaufen, ne? Aber diese, diese Frage finde ich halt ganz zentral. Ähm, die haben wir auch nicht in der Form bei uns in der Faschismusfolge besprochen. Also diese, diese These von, was du jetzt nochmal aufgemacht hast, mit hinter dem Faschismus steht das Kapital. Mhm. Weil das ist ja dann auch so, eine, so ein grundsätzlicher äh, Punkt, der halt von links kommt und was dann andere Linke dann wieder kritisieren, die dann sagen: Hier, das ist ja total verkürzt und so. Also, ich würde sagen, das stimmt halt insofern, dass äh, der Faschismus ja irgendwie den Kapitalismus gerettet hat. Also, das tatsächlich in so einer äh, Krisensituation, wo jetzt einerseits durch die Bedrohung einer sozialen Revolution und andererseits durch diese enorme Wirtschaftskrise, also das. Funktionieren des Kapitalismus tatsächlich gefährdet war, dass da ähm, der NS-Staat eben den Kapitalismus letztendlich gerettet hat, aber dass er jetzt trotzdem oder da, dass er das überhaupt vielleicht auch nur konnte, indem er sich eben in gewisser Weise auch unabhängig gemacht hat von den unmittelbaren Wünschen und Interessen der Kapitalisten und dass er nur, nur dadurch vielleicht auch so ähm, ja, durchschlagsfähig war, um dann bestimmte Entscheidungen zu treffen und sich auch über Interessen der Kapitalisten hinwegzusetzen. Also viele Kapitalisten waren zum Beispiel jetzt von dieser Autarkiepolitik gar nicht so ähm, überzeugt, weil sie das eigentlich für eine Verschwendung von Ressourcen gehalten haben, dass man jetzt mühsam aus, er äh, aus Kohle irgendwie äh, Benzin herstellen möchte, anstatt das einfach aus dem Ausland zu importieren und solche Sachen. Und ähm, dennoch hat der NS das durchgesetzt und damit ja erstmal das Weiterleben und die Profite des deutschen Kapitals auch gerettet. Die haben das ja auch nicht bewusst gemacht, um jetzt den Kapitalismus für die Großkapitalisten zu retten, sondern das alles stand ja auch, das ist ja auch, wenn man bei ähm, Hitler in die Schriften reinschaut, wenn man sich meinen Kampf anguckt, was für eine Kritik er übt, ist es ja auch so, dass es immer darum geht, die Nation zu retten. Und dafür ist dann eben auch der Schutz der Großkapitalisten oder der Großunternehmen vor eben kommunistische Agitation eigentlich das Ziel. Es wird ja trotzdem auch, wenn man sich anschaut, was Hitler schreibt oder auch was gerade in den frühen NSDAP-Schriften drin ist, was ja auch eigentlich was ist, was, was zumindest sich dann auch bis zum Ende durchgehalten hat, eine Kritik dran geübt, dass eben Großbürger oder Großunternehmer nur das eigene Interesse im Sinn haben. Und im Endeffekt, das, was da als eine Kritik formuliert wird, könnte man sogar behaupten, hat sich dann eben mit einer stärkeren staatlichen Kontrolle davon dann am Ende auch durchgesetzt. Und für die war es natürlich auch so, du hast es ja am Anfang auch einmal gesagt, die Nazis waren ganz sicherlich nicht die erste Wahl für die gewesen, weil ganz viel der Nazi-Politik war im Endeffekt gerade der Außenpolitik und der Kriegspolitik nicht im Sinne des deutschen Großkapitals auch Lebensraum im Osten. Ist im Endeffekt ein total archaisches Konzept und hat auch nicht den Plänen des deutschen Großkapitals irgendwie genützt oder sagen wir mal jetzt irgendwie die Handelsverbindung oder so, den Export verbessert. Aber wenn halt die Zeiten so schlecht stehen, dann kann man sich dann auch unterordnen und damit dann eben die eigene Haut retten. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, was du auch am Anfang meintest dass das äh, fürs Kapital die Faschisten halt auch nicht so überblickbar waren und, und auch so alles ein bisschen unklar war und diffus war, was passiert jetzt und so. Und das ist ja total wichtig. Das ist ja eine absolute Grundlage dafür, auf welche Seite sich das Kapital schlägt, dass es halt den Eindruck hat. Wenn diese und diese ähm, Machtfraktion an der Macht ist, dann gibt es gute Bedingungen für, unsere Produktion, für unseren Profit und halt einfach alles ist möglichst ruhig und sozial befriedet. Das ist ja nicht das Hauptinteresse ähm, des Kapitals. Und das ist ja jetzt auch das Spannende im Kontext von der aktuellen Situation. Das ist ja doch eine sehr, sehr große, ähm, also es gibt natürlich auch Kapitalfraktionen, die die AfD unterstützen und so, aber es gibt auch viele, die, die das überhaupt nicht tun, die sogar in einer sehr, sehr starken Opposition gegen die AfD sich positionieren, auch öffentlich ganze Kampagnen, riesige, also wirklich richtig viel Geld dafür in die Hand nehmen, gegen die AfD vorzugehen. Und ich glaube, das passiert ja vor allen Dingen einmal auf Grundlage dieser, also dass halt Unsicherheiten befürchtet werden, also dass, dass halt die soziale Spannung auftreten, die halt die halt eben diesen ja, sozialen Frieden, den es jetzt so schön in Deutschland gibt, wo man einfach die Menschen so auspressen kann, wie man möchte. Und auf der anderen Seite. Ähm, halt auch einfach natürlich die Frage, was passiert denn mit den ganzen Billiglohnkräften, äh, die wir halt gerade so schön ausbeuten können als, als Kapitalistenklasse, wenn die halt dann vielleicht außer Landes geschafft werden? Ja, ich denke, also die Einschätzung stimmt und was man vielleicht noch dazu nehmen kann, ist, dass halt auch so mit dieser Kritik am Euro und an der EU eben die AfD auch letztendlich so ein. Also ist auch noch nicht nur noch ganz klar, was sie da eigentlich wollen, aber der Tendenz nach schon ein Programm vertreten, was halt eher auf so einen Protektionismus anstatt ähm, Welthandel und äh, möglichst enge Verflechtung mit anderen Staaten hinausläuft. Und das ist, glaube ich, auch was, was zum jetzigen Zeitpunkt zumindest dem deutschen Kapital zuwiderläuft. Also, ähm, wenn jetzt tatsächlich eine sehr, sehr verschärfte Wirtschaftskrise kommen würde, wird sich das vielleicht nochmal anders darstellen. Aber ähm, im Moment ist das nicht im deutschen Interesse, quasi jetzt aus der EU auszutreten oder den Euro-Raum zu verlassen oder sowas. Also womit wir ja natürlich keine jetzt irgendwie Gleichsetzung von der AfD und der NSDAP, oder also diese Situation kann man ja null vergleichen mit damals. Das haben wir auch schon viel darüber geredet, warum man das nicht, warum man das nicht kann. Aber es sind ja trotzdem das erklärt es ja halt vielleicht ganz gut für die Situation heute von jetzt auch so einer ähm, ja, rechtsradikalen Politik oder wie man das jetzt auch immer nennen will, dass äh, das ja dann ähnliche Mechanismen von, von wie sich jetzt das Kapital dazu verhält. Ja, man kann es ja, glaube ich, ganz gut immer gerade in diesem einen Punkt der freiwilligen Unterordnung sehen. Es gibt ja wirklich auch Linke, die behaupten. Wenn, wenn die Kapitalisten jetzt die Wahl hätten, würden sie tatsächliche Faschisten unterstützen, die sagen, wir errichten jetzt wieder hier irgendwie ein äh, Viertes Reich in Deutschland und bauen eine Diktatur oder so auf und ähm, pressen dann dadurch die Lohnarbeiter noch maximal aus und was weiß ich, ähm, machen vielleicht jetzt nicht Lebensraum im Osten, aber erobern wieder irgendwelche Gebiete oder so in der, im globalen Süden. Aber das ist ja einfach nicht im Interesse. Das ist nicht notwendig, weil es gibt doch einfach nicht die sozialen Bewegungen wie damals, dass das tatsächlich eine Bedrohungslage ist, wodurch dann eine Kapitalistenklasse sagen wird, okay, wenn die Situation halt so schlimm ist, wenn es so brenzlich ist und wir sehen, dass die einzige Möglichkeit halt ist, eine faschistische Bewegung zu unterstützen, die verspricht eben diese sozialen Aufstände niederzuschlagen, die kommunistische Bewegung zu zerschlagen und dafür müssen wir uns selber unterordnen und unser, Unter unser Interesse der Wahrung der nationalen Konkurrenzfähigkeit ähm, opfern, dann machen die das auch nicht. Warum sollten sie auch? Ja, das finde ich ist auch ein, ein richtig, richtig wichtiger Analysepunkt, um, um zu verstehen, ähm, wann, wann halt sich die Kapitalistenklasse wirklich auf die Seite des Faschismus ähm, stellt und das ist dann halt, weil, weil jetzt die Kapitalisten ja nicht primär irgendwie ideologisch agieren, sondern halt primär eben nach ihren Kapitalinteressen, ist das halt nicht der erste Weg, <laughs> so in der, in der absoluten Regel. Natürlich gibt es auch überzeugte äh, rechtsradikale Kapitalisten, so, ne, die dann halt... Deutlich früher dazu neigen, das zu machen, und sie sich halt nicht nur irgendwas davon hoffen, so geldmäßig, aber das ist trotzdem ähm, in, in der Tendenz ja schon der Fall. Und da muss man ja auch sagen, dass da äh, Teile von der Linken, ich würde auch sagen, eher so von so einem marxistisch leninistischen ähm, Flügel her ein wirklich äh, sehr schwaches Verständnis und eine sehr, sehr verkürzte Analyse von, von diesem ganzen Phänomen des Faschismus an der Stelle haben, wo sie das dann oftmals darauf reduzieren, ne? Also ich glaube halt, dass gerade in dieser Dimitrov-Faschismus-Theorie, die die Kommentaren damals hatte, die haben ja auch alle möglichen autoritären Regimes letztendlich als faschistisch bezeichnet in der damaligen Epoche. Und das wurde dann hauptsächlich darauf reduziert eben durch diese terroristische Zerschlagung der Arbeiterbewegung im Interesse der Kapitalisten. Und ich meine, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also das ist auch ein Punkt, der heute in den bürgerlichen Diskussionen oft auch so ein bisschen als unter ferner Liefen abgehakt wird. Ja, es wurden halt allerlei Gruppen verfolgt und da unter anderem eben auch Kommunisten und Sozialdemokraten. Aber dass das halt schon sehr, sehr zentraler Kern ähm, des Faschismus war, das ähm, gerät da ein bisschen aus dem Blick. Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass natürlich diese Faschismustheorie, die das dann darauf reduziert, dann zumindest was den deutschen Nationalsozialismus angeht, dann doch wichtige Aspekte einfach quasi nicht erfassen kann. Dann hat Nightmare noch geschrieben, warum hat die AfD noch nicht diese Autarkiepolitik der Nazis als Klimapolitik aufgegriffen, wie es Rudolf Barro getan hat? Tja. Also ich, ich glaube, es gibt schon Rechte, die, die auch so ökomäßig drauf sind. Dieser Rudolf Barro ist ja, glaube ich, auch einer der, ich glaube, ursprünglich von den Grünen kam und dann irgendwie so ein Rechter geworden ist. Und ähm, ich glaube, es gäbe diese Option. Aber also ich würde jetzt einfach mal spekulieren, dass es so ist, dass eigentlich die AfD ganz viel davon lebt, dass sie die alte Bundesrepublik wiederhaben will, der Nachkriegszeit, als es einen Wirtschaftsaufschwung gab, als es irgendwie bergauf ging und als es irgendwie noch in ihrer Sicht, ihrer Sicht funktionierende Familien gab und noch nicht so viele Ausländer und alles noch überschaubar und irgendwie deutsch und so weiter war. So ein bisschen wie man diese klassischen Dr. Oetker-Werbungen aus den 50er Jahren ke kennt, diese schrecklichen und so weiter. Und ähm, dass dazu einfach jetzt so eine Klimapolitik nicht passen würde. Also, dass. Also da muss man ja sehr vieles quasi aufgeben, was man liebgewonnen hat, seinen ähm, privaten Verbrenner, PKW und sein kleines Häuschen und seine Grillwurst und was weiß ich was. Also so viele ähm, sehr stark emotional besetzte Accessoires ähm, dieses deutschen Kleinbürgertraums gehen da quasi dann verloren. Und ich würde jetzt erst mal sagen, das liegt daran, also dass die also die AfD ist ja keine nationalrevolutionäre Partei oder sowas, und, sondern eher eine, die quasi in eine erträumte goldene Vergangenheit zurück will. Und ich würde sagen, deswegen passt das mit Klimapolitik für sie nicht so rein. Also es ist ja jetzt auch nicht so, als würde, könnte man sagen, dass die Autarkiepolitik der Nazis unter dem Stichwort Klimaschutz stand. Also das war jetzt nicht irgendwie... Das war ja nicht der äh, überhaupt einer der großen Beweggründe dafür, wie sie ihre Industriepolitik aufgebaut haben. Und dazu würde ich vielleicht dann auch noch ergänzen, dass bei der AfD ja jetzt Autarkie auch, äh, ich hatte mir ja ähm, alle aktuellen Wahlprogramme mal durchgelesen. Äh, sehr mühselig. Ist es ist jetzt auch nicht so, dass Autarkie da irgendwie das größte Stichwort ist. Also es wird schon natürlich ähm, klar, so wie es bei allen Nationalisten der Fall ist, wird beschworen, dass es eine, ähm, dass es irgendwie eine Erneuerung deutscher Wettbewerbsfähigkeit bedarf und dadurch auch natürlich mehr Produktion hier vor Ort. Aber die sind wirklich weit davon entfernt, irgendwie eine Autarkiepolitik zu fordern, auch jetzt in Fragen von Energiegewinnung, die sind ja beispielsweise sehr ja ein großer Punkt, dass sie eigentlich die Nord Stream-Pipeline mit ähm, Russland erhalten wollten. So, also da gibt es ja jetzt kein, kein großes Interesse der Autarkie. Und ich meine, ganz ehrlich, wer in Deutschland Politik, also für eine erfolgreiche nationale Konkurrenzfähigkeit in der Ökonomie machen möchte, der sollte jetzt wirklich nicht auf Autarkie, sondern eigentlich auf Freihandel setzen. Aber Nightmare hat auch anscheinend nur, ist nicht so, nur so halb ernst gemeint, also. <laughs> Und nochmal lieben Dank, Walter. So oh, haust ja einen nach dem anderen hier raus. Ist echt sweet. Ähm, du bist durch mit deinem Input? Ich bin soweit durch, ja, genau. Okay. Ähm. Ja, dann, dann würde ich sagen, lass uns doch, was, was ist denn offen noch bei dem bei dem Thema jetzt geblieben? Hast du noch was hinzuzufügen, was dir jetzt noch in den Kopf geschossen ist? Also jetzt so ganz spontan erstmal nicht. Bei dir, Joshua? Gerade auf Anhieb nicht, aber schreib gerne nochmal in die Kommentare rein. Da sind bestimmt noch ein, zwei Sachen offen geblieben. Wie sieht es denn bei dir aus? Einmal <laughs> die volle Runde. Äh, nee, ich habe auch tatsächlich nichts, nichts was mir gerade so akute Nägel band. Das war so prägnant irgendwie. Das Wichtigste so zusammengefasst und diskutiert. Vielleicht ähm, eine etwas speziellere Frage, aber das wäre noch mal interessant, wenn du da was zu sagen könntest. Wie hat es sich denn mit den Finanzunternehmen, mit den Banken im Nationalsozialismus verhalten? Weil das ja eigentlich schon sowas ist, was gerade auch in der heutigen Neonazi-Bewegung, ähm, sagen wir mal, von der Kapitalismuskritik eigentlich noch fast die größte Rolle spielt, die Zerschlagung des Finanzkapitals. Und wenn ich das noch richtig aus der Mein Kampflektüre so im Kopf habe, war das ja auch bei Hitler irgendwie ein großes Ding, dass er das eben so als das verkommste Element. Der Großkapitalisten immer dargestellt hat, das äh, Wurzelloseste und Antinationalste. Einmal möchte ich mich auch schreck anschließen, dass das eine sehr gute Frage ist. Das ist wirklich eine, eine, auch eine sehr spannende Frage. Und da möchte ich nochmal festhalten, dass du wirklich jemand ist, bist, der, der das mit der Feindlektüre sehr vorbildlich mhm. äh, ernst nimmt. <laughs> ja, das, das ist wirklich gut. Aber ich kann dazu nicht so viel sagen, muss ich leider gestehen. Also ich, soweit ich weiß, haben sich die deutschen Banken erstmal wie andere Unternehmen auch da relativ ähm, willig ähm, den Nazis unter, untergeordnet oder angedient. Und mir ist da jetzt von großen Enteignungsaktionen oder was nicht bekannt nichts bekannt. Also es ist natürlich so, dass auch ähm, die Finanz ähm, Sphäre quasi starken ähm, staatlichen Restriktionen unterlegen ist. Also, also gerade der Außenhandel haben wir ja schon gesprochen, dass also das sehr stark einfach ähm, eingeschränkt war und auch nicht nur durch irgendwie Zölle, dass man quasi gesagt hat, man kann jetzt nicht ähm, man muss, wenn man, also heute gibt es ja auch dann teilweise wieder ähm, Strafzölle, dass wenn man jetzt Autos aus China kaufen will, dass man dann irgendwie was drauf zahlen muss, aber man kann ja im Prinzip immer noch so viele Autos aus China kaufen, wie man will. Nur man muss halt mehr bezahlen. Und das war bei den Nazis halt nicht so, sondern dass sie dann schon gesagt haben, es gibt bestimmte Kontingente, man darf jetzt nicht mehr als so und so viel Viehfutter aus Frankreich einführen oder was, weil wir das äh, die Devisen eben brauchen, um irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, was man für die Rüstungsindustrie gebraucht hat, aber für andere ähm, Dinge eben ausgeben muss. Und das war eben schon eine sehr starke Lenkung. Ich denke, das wird für die Banken vielleicht ähnlich gewesen sein, aber das ist jetzt wirklich ein Punkt, der ich nicht so genau ähm, was dazu sagen kann. War die Wirtschaftspolitik also eigentlich dem Primat des Krieges untergeordnet? Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, auf jeden Fall ähm, dem Primat des Krieges untergeordnet. Und im Grunde war das auch ein bisschen so eine, ähm, wie man, soll man sagen, so eine selbstzweckhafte ähm, Kriegsmaschinerie. Also man hat eben diese Autarkiepolitik gemacht und ähm, um extrem krass aufzurüsten. Und dann musste man aber irgendwann auch quasi ähm, Länder erobern, um halt eben dann an die Rohstoffe ranzukommen und so weiter. Und ähm, dann quasi durch diese Ausplünderung dieser Länder sich ähm, wieder refinanzieren zu können. Und das ähm, hat dann dazu geführt, dass man wieder mehr aufrüsten konnte und dann aber wieder mehr erobern musste. Also es war jetzt quasi auch nicht, da, da gab es kein Ende. Und das ist auch was, finde ich, ein sehr ähm, signifikantes ähm, Merkmal des Nationalsozialismus, dass es eigentlich nie so was wie eine stabile Nachkriegsordnung gab. Also das hat in den Vorstellungen von Hitler oder den Nazis auch gar nicht so eine große Rolle gespielt, irgendwie. Die Idee, wir ähm, arbeiten das jetzt irgendwie konkret aus, wie unsere Nachkriegsordnung aussehen soll, sondern das war auch, also Hitler sagt das auch an bestimmten Stellen in seinen Reden, dass eigentlich jeder Eroberungsschritt nur das Sprungbrett für einen noch größeren Eroberungsschritt sein soll. Und es ist ja auch so, dass also immer wieder auch Punkte gab, wo eigentlich ähm, die Nazis ihren Zielen auch recht nahe gekommen sind. Also zum ersten Mal eigentlich 38. Als in ähm, Großbritannien und Frankreich, also ähm, in diesem Münchner Abkommen, letztendlich die ähm, Tschechoslowakei ausgeliefert haben und damit implizit auch den ganzen osteuropäischen Raum ähm, bis äh, zur sowjetischen Grenze einfach als Einflussgebiet der Nazis akzeptiert haben. Und ähm, wenn jetzt ähm, die Nazis dann einfach gesagt hätten, okay, wir haben jetzt eben da so einen Raum definiert bekommen, der unser Raum ist. Und da können wir jetzt erstmal gucken, wie wir das sortieren und ordnen und wie wir vielleicht den dort lebenden Völkern auch gewisse Angebote machen, dass sie da vielleicht auch mitmachen können und so weiter. Dann hätten die damit sich schon konsolidieren können. Und dann gab es ja dann zwei Jahre später nach diesen Blitzkriegen, als dann ähm, Polen ähm, erobert war, Frankreich, ähm, Norwegen und so weiter. Also da war ja eigentlich fast komplett Europa. Mit Ausnahme von England war dann unter deutscher Herrschaft mehr oder weniger. Und wenn man da gesagt hätte, okay, wir bemühen uns jetzt um den Frieden und ähm, machen da gewisse Angebote, auch, also Frankreich war ja, da gab es ja auch Kräfte, die jetzt durchaus zur Kollaboration mit den Nazis in, äh, bereit gewesen wären. Und dann hätte man da eigentlich auch gute Chancen gehabt, einfach den Krieg an der, dem Punkt siegreich zu beenden. Aber das lag überhaupt nicht im Interesse der Nazis, sondern das war einfach sozusagen. Ähm, immer das Ziel, halt immer weiterzugehen, quasi mit der Eroberungspolitik. Das ist auch wirklich ein echt sehr spannender Punkt, über den ich selber schon so oft nachgedacht habe. So, weil ich einfach die, so Gedankenspiele dann halt immer spannend fand, ja, was wäre halt gewesen, wenn die Nazis an dem und dem Punkt, also speziell halt, sag ich mal, vor Russland aufgehört hätten, mhm. wenn sie jetzt Russland nicht attackiert hätten, mh, dann würden wir jetzt vielleicht immer noch im Faschismus leben, möglicherweise. Aber das, das kann man natürlich jetzt nur, nur spekulieren. Ähm, aber das ist, das ist auch insofern nochmal interessant, wenn man sich dann halt diesen deutschen Faschismus als so ein Raubtier vorstellt, das einfach so über das Land zieht und einfach immer weiter ja, fressen muss, um, um sich halt zu erhalten, also um, um sich zu, zu reproduzieren, dann ist es auch insofern spannend, vielleicht nochmal als Gedanke, dass ja auch viele dass es ja auch an fast all diesen Ländern, die auch erobert wurden, es auch so nationalistische oder faschistische Bewegungen gab, die sich davon ja auch was erhofft haben. Also es war ja jetzt auch nicht so, dass es halt in diesen Ländern, die erobert haben, immer nur Resistance gab und nur Leute dagegen gekämpft haben und so weiter, sondern es gab ja auch immer wirklich Leute, die gesagt haben, jetzt wird es halt besser mit den Nazis und so, als was wir halt vorher haben. Und im Prinzip, auch das war ja 0,0 das Interesse des deutschen Faschismus, sondern es war ja dann... Eben genau diese einfach diese Ausbeutung von, von diesen Ländereien, und selbst wenn man dann halt jetzt nicht irgendwie ähm, mehr vielleicht politisch verfolgt wurde, weil das politische System dann eher auf, auf der eigenen Seite war, als als Faschist oder Nationalist, wurde man dann natürlich entweder als, als Kriegsfutter in den ersten Reihen halt, in, in, in den kommenden Auseinandersetzungen, in dem nächsten Sprungbrett, was dann äh, gemacht wurde, verheizt und ähm, es wurde jetzt nicht wirklich in diesen Ländern äh, Politik für, für das eigene Volk, was dann dort erobert wurde, gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und also es ist ja zum Beispiel so, dass äh, es gab ja auch in der Ukraine ähm, Nazis, die dann auch, mir ähm, fällt jetzt gerade der Name nicht ein, von diesem berühmtesten, von denen in den 30er Jahren, weiß das gerade jemand von euch, der heutzutage auch teilweise noch glorifiziert wird. Bandera? Bandera, Bandera genau. Der hat ja dann, als die Sowjetunion überfallen wurde, auch mit eigenen ähm, Milizen ist dann auch in die Ukraine einmarschiert und wollte da quasi ein nationales ähm, ja, Reich ausrufen oder was und äh, quasi aber in. Kollaboration mit den Nazis war es eigentlich von ihm geplant, aber die Nazis hatten darüber überhaupt keine Lust und haben ihn dann ins KZ gesperrt. Und weil für die die Ukrainer einfach Untermenschen waren, die sie ausbeuten wollten. Und sie hatten da überhaupt keine Lust, mit irgendwelchen Ukraine-Nazis da auf Augenhöhe zu verhandeln oder sowas. Ja, ist ja auch ganz spannend, wenn man sich das anschaut. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, es wäre Lettland, es könnte aber auch Litauen sein wo sich ja auch eine eigene nationalsozialistische Partei stark angelehnt an die NSDAP entwickelt hat, die aber in ihrer Ideologie explizit auch antideutsch war, weil sie halt eben genau das nicht mitmachen wollten. Und wenn man sich das so anschaut, ist es ja auch so, dass diese ganze Sache mit, es wird ja immer drüber gesprochen, also die ähm, SS war ja tatsächlich eine sehr internationale Truppe mit sehr vielen... Ähm, Ausländischen Einheiten, nicht deutschen Einheiten. Aber das ist ja auch eine Sache, die ist, das ist ja mit der, mit dem Kriegsprogramm gewachsen und auch so Titelvergaben wie Ehrenarier, Ehrenarische Völker oder so. Das ist ja auch alles mit dem Krieg gewachsen aus einer Notwendigkeit einfach heraus. Und ich würde nämlich sogar den bisschen, das ein bisschen anders dann da betrachten, was du gerade angesprochen hast. Das ist ja nicht nur Resistance oder so und Partisanenbewegungen in den eroberten Ländern gab. Es war ja schon so, dass die Nazis im Vergleich zu vielen anderen Besatzungstruppen es unfassbar schwierig hatten, stabile, ihnen wohlgesonnene Zustände vor Ort hinzubekommen. Die hatten ja eigentlich recht viel auch ähm, so Positives erstmal in dem ersten Blick der eroberten Völker für sich. Also, dass man gesagt hat, das ist eine antiimperialistische Macht, die uns jetzt von den Briten, von den äh, Sowjets befreit. Oder von den Franzosen, dass man auf beispielsweise auch ähm, aufgeflammten Antisemitismus gerade in Osteuropa eigentlich ein extrem antisemitisches Klima zurückgreifen konnte, Minderheiten gegen Mehrheitskonflikte ausspielen konnte. Aber durch diese absolute Verachtung und durch diese radikale Rassentheorie hat man echt dafür gesorgt, dass es keine stabilen Verhältnisse davor gab und eigentlich man selbst in sehr wohlgesonnenen Klimata dafür gesorgt hat, dass es immer eine ein wirklich unfassbar starke Widerstandsbewegung von den Völkern dagegen gab. Ja, ja. Vielleicht ist von Ost... das ist auch ich habe dieses ganze diese ganze Aktualisierung des Faschismus im Kontext jetzt von diesem ja jedes jede Nation soll halt auf ihrem Gebiet so ihr Ding machen und ähm, sollen da ihre ihre Mini-Diktatur halt quasi aufbauen und aber nicht irgendwie bei den anderen was machen. Das ist auch also dieser Ethnopluralismus. Das ist aus dieser Perspektive habe ich diese Aktualisierung des Faschismus noch nie betrachtet. Also vielleicht ist das ja tatsächlich auch dann ein Aspekt, dass man einfach dann aus unterschiedlichen Gründen also sowohl aus tatsächlich ideologischen, in der ideologischen Kritik an, an diesem historischen Faschismus, wie er da, äh, also dem deutschen Faschismus speziell, wie er da vorgegangen ist. Aber auch weil man dann halt eben sagt, okay, das ist halt einfach nicht, nicht effizient in unserem Sinne. So, und wenn es jetzt da halt irgendwelche äh, rechtsradikalen oder faschistischen Bewegungen in irgendwelchen anderen Ländern gibt. Warum sollten wir jetzt aus einer strategischen Perspektive sagen, ja, ist ja alles ganz nett, dass die Ukraine da auch ihre, ihre Nazis haben oder die, die Russen oder wer auch immer, aber es sind halt einfach Untermenschen, also ähm, die können halt für uns die Drecksarbeit machen. so. Also das ist ja die nicht die primäre Perspektive, die jetzt halt die meisten Faschisten heutzutage haben. So, ich kenne tolles Angebot an die. <laughs> Wenn ihr Glück habt, werdet ihr nicht umgebracht und dürft Sklaven sein. Ja. Joshua, weil du ja so ähm, gerne Feindliteratur liest, kannst du da vielleicht was dazu sagen, wie jetzt heutige Faschisten das argumentieren? Also ich, ich kenne das auch, diesen ethnopluralistischen Ansatz, aber mhm. ähm, wie argumentieren die jetzt zum Beispiel gerade in Abgrenzung mit dem Nationalsozialismus? Also warum wollen die jetzt eben nicht mehr so die deutsche Herrenrasse, die alle anderen unterwirft, sondern quasi so eine gleichberechtigte Völker, die halt einfach unter sich bleiben sollen? Wie argumentieren die da? Also, erstmal kann man ja vielleicht dazu sagen, dass das, was wir gerade so ein bisschen angesprochen haben in Bezug auf den Nationalsozialismus, das war ja auch tatsächlich ideologisch unterfüttert. Das war ja auch so, dass Hitler wirklich gesagt hat: Wir wollen eben einen Ab, also es braucht oder es steckt im Menschen drin, dass es in jeder Rasse eben einen Trieb zu einem apokalyptischen Endkampf gibt. Und sobald ein Volk aufhört zu kämpfen, gegen andere Völker, dann ist es auch eigentlich am Ende seiner Lebenskraft angelangt und wird notwendig untergehen. Deswegen hat er ja auch am Ende seines Lebens gesagt: Ups, da waren die Deutschen doch wohl nicht das auserwählte Volk und dann haben sie es jetzt auch verdient, unterzugehen. Und wenn man sich das anguckt, das ist ja schon eine ziemliche Alles- oder Nichts-Frage, die man da aufmacht. Und gerade dieses stark apokalyptische Element ist auch einfach in. Heutigen Zeiten von gesellschaftlichen Idealen glaube ich nicht mehr so attraktiv, weil ich denke, dass gerade diese Nach-Zweite-Weltkriegs-Friedensordnung, wenn man sich das anschaut, sehr viel auch das Bild der modernen Faschisten von so einem Idealzustand verändert hat. Erstmal kann man ja auch sagen, es gibt noch Neonazis, die genau dieses Bild vertreten, und es gibt auch immer noch Literatur und Bücher, die sich darum drehen dass eine, ein weißer Ethnostaat in den USA oder in Europa errichtet wird und der alle anderen Länder erobert und alle Untermenschen umbringt. Das gibt es immer noch. Aber ich glaube, bei den modernen Ethnopluralisten hat sich das eher so durchgesetzt. Und es ist auch viel naheliegender, dass man sagt, wir müssen eigentlich nur unsere eigenen Nationen von Feinden bereinigen. Und dann stellen wir Regeln internationalen Verkehrs auf, und dann kann eigentlich jeder Staat mit jedem Volk im eigenen Land das nach seinem Gusto machen. Und dann sind doch auch eigentlich alle glücklich. Da braucht es nicht irgendwie Weltkriege. Weil was man da ganz häufig liest, ist auch, dass die Leute einfach sehen, was für, was für desaströse Folgen der Zweite Weltkrieg für ein Europa in ihrem Sinne hatte. Ich meine, beispielsweise, wenn man jetzt ähm, Literatur in der Neuen Rechten oder so liest, die schreiben das ja auch offen. Wie viele Millionen weiße junge Männer sind in diesen Kriegen gegeneinander gefallen? Wie hat, wie hat das zu dem Zusammenbruch der Kolonialreiche geführt und dann auch einem Wenden der USA für Freihandel und ähm, Aufbrechen der Kolonialreiche von Großbritannien und Frankreich, beispielsweise, zu einer absoluten Zerstückelung und Zerstörung Deutschlands und zum daran auch anschließend stehenden äh, Masseneinwanderung, um die Arbeitskräfte wieder zu ersetzen? Und da ist eben dann so eine eigentlich ethnopluralistische Politik, beispielsweise ist das jetzt was, was Höcke dann auch dazu schreibt, der ähm, findet das einfach viel naheliegender, dass man sagt, jedes Volk bei sich und dann stellt man halt Sachen auf, dann stellt man halt ein Einmischungsverbot auf, ein Inver äh, Investitionsverbot, ein Invasionsverbot und ein Einwanderungsverbot raumfremder Mächte. Und so hat man dann eigentlich die Utopie im Inneren. Und das finde ich ist eigentlich aus einer heutigen Perspektive und mit den Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg sehr naheliegend in ihrem Sinne. Ähm, Nightmare fragt, ob äh, du, Joshua, oder du, Alfred, das Buch Patriotischer Sozialismus aus dem Antaios, Antaios Verlag gelesen habt. Mir wird es natürlich nicht zugetraut, dieses Buch zu lesen, <laughs> aber ist auch eine richtige Einschätzung. Also, also ich habe es tatsächlich äh, nicht gelesen, du, Joshua. Nee, ich habe es auch nicht gelesen. Okay, äh, Ich wollte noch zwei Sachen sagen zu dem, was du ausgeführt hast, Joshua. Also zum einen, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt bei diesen modernen Ethnopluralisten auch mehr einfach sozusagen der, Globi der Blick sich globalisiert hat? Und man eher gesagt hat, jetzt müssen die weißen Völker zusammenhalten gegen die anderen Rassen, in Anführungszeichen, gegen die Afrikaner oder Asiaten oder sowas. Und dass das aber eine Perspektive war, die jetzt Hitler zum Beispiel noch gar nicht so sehr interessiert hat. Also sein äh, Kampfgedanken, das geht ja dann mehr letztendlich unter den weißen Völkern, dass jetzt quasi die Deutschen sich gegenüber den Osteuropäern durchsetzen sollen oder sowas. Und dass jetzt irgendwie über Afrikaner denkt er, glaube ich, gar nicht so groß nach. Und dass das vielleicht sich so ein bisschen verändert hat, dass jetzt quasi durch die globalisierte Welt auch Europa insgesamt gar nicht mehr so die große Rolle spielt und auch zahlenmäßig die Europäer gar nicht mehr so viele sind zum Beispiel und dass deswegen die Rechten dann eher sagen, okay, dann müssen ja wir europäischen Völker wenigstens zusammenhalten. Das, das eine und das andere finde ich aber, dass es letztendlich mir dieser ganze Ethnopluralismus dann doch auch sehr provinziell vorkommt. Also dass wenn man jetzt überlegt, man möchte zum Beispiel für die, als Nationalist für die eigene Nation irgendwie Macht und ähm, Weltgeltung haben oder sowas. Und dann aber möchte man gleichzeitig die EU zerschlagen und jeder soll da in so einem Kleinstaat äh, vor sich hin wursteln und noch nicht mal im Ausland investieren dürfen oder was. Und ähm, wo soll das denn hinführen? Also, da, da kann man ja gleich irgendwie sein, sein Land dann den Chinesen ausliefern oder sowas. Also, das ist irgendwie, finde ich auch selbst vom patriotischen Standpunkt, finde ich das recht ähm, schwach gedacht letztendlich. Ich glaube, da kann man auch so ein bisschen so einen Unterschied beispielsweise zwischen sehr auf die nationale Konkurrenzfähigkeit guckende Rechtspopulisten und wirklich Rechtsradikale machen, denen es primär eben um eine ja, von Fremden bereinigte Utopie im eigenen Land geht. Und ich würde dir da absolut recht geben, dass das sehr provinzielles und vielleicht auch an den ersten Punkt damit anschließen, dass man einfach auch ein anderes Verhältnis, gerade aus diesen Machtverhältnissen hat. Weil eine, sagen wir mal, eine absolute Unterjochung der gesamten Welt unter eine europäische Macht macht vielleicht in einer Zeit als Utopie mehr Sinn, in der das britische Weltreich ein Viertel der gesamten Landmasse und einen sehr, sehr guten Teil der Bevölkerung unterjocht hatte, in der man tatsächlich die Perspektive hatte, es könnte eine europäische Macht. Die gesamte Welt beherrschen und man könnte, wenn man jetzt dazu lustig ist, die ganzen restlichen Völker auslöschen und versklaven. Ich glaube, niemand, der, sagen wir mal, nicht komplett wahnsinnig ist, wird allen Ernstes glauben, dass es irgendwie eine realistische Perspektive sei, dass wenn in Deutschland jetzt eine faschistische Regierung an die Macht kommt, dass sie in irgendeiner Art und Weise dazu in der Lage wäre. Aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen in, in der Natur der Sache, dass es halt auch eine Aktualisierung des Faschismus aus der faschistischen Perspektive braucht. Weil die Welt in den 30ern sieht halt nun mal, in den 1930ern ist ja eine völlig andere, als wir sie halt heute haben. Also auch mit zum Beispiel, was man da, man kam ja auch aus dem Ersten Weltkrieg halt gerade raus. Und halt auch die alleine die Konfrontation, die man dann auch da mit Frankreich und was der Geier gehabt hat, das, das spielt ja jetzt einfach überhaupt gar keine Rolle mehr. Und ähm, das ist aber auch gleichzeitig, auch nochmal aus einer anderen Perspektive gedacht, so wichtig, das zu betonen, dass es nicht nur aus einer faschistischen Perspektive diese Aktualisierung gibt und braucht und dass auch die Faschisten selber begreifen und, und machen, also bis auf, wie gesagt, ich meine, das völlig völlig wahnsinnige Leute, ähm, sondern dass halt auch, es halt auch total wichtig ist, das aus einer linken Perspektive anzuerkennen und zu sehen. Das ist ja, was wir so oft halt hier kritisieren und besprechen, dass die Leute immer noch so tun und auch, dass sie die ganze Zeit vor sich hertragen, ja, wir sind ja schon wieder 1933. Aber das ist einfach völlig weltfremd. Also das ist halt einfach abseits jeder Realität so zu argumentieren, ähm, alleine aufgrund der Zusammensetzung der Weltlage. Und deswegen ist es ja auch nicht so ohne weiteres möglich, dass halt dann so eine ähm, äh, Junta eine Junta verliebte Regierung in Brasilien dann halt doch keine Junta einführt nach Bolsonaro. Oder halt so ein, so ein eigentlich total verrückter Trump halt doch nur einen kleines kleinen Teil von seinen Verrücktheiten letztendlich in der realen Politik umsetzen kann. Und auch so ultrarechte Regierung in Polen halt über ganz viele Jahre halt stückweise das halt nur diese demokratischen Sachen zurückdrehen können. Und das bedeutet halt eben auch, dass halt so, wie, so eine wie in Italien, ähm, die halt ähm, ganz klar aus dem Faschismus kommt, sich aber, aber davon weg entwickeln muss und dann halt auch, wenn sie an die Macht kommt, halt ihr Programm anpassen muss. Und das wird halt auch bedeuten, dass halt höchstwahrscheinlich und das ist eben was anderes, das jetzt zu sagen, als damals halt eben viele Sozialdemokraten und so gesagt haben: Ja, wir kriegen halt die NSDAP schon irgendwie unter unsere Fuchtel und den Hitler, den das wird schon irgendwie funktionieren. Das ist halt heute wirklich was anderes zu sagen. Es ist schon recht wahrscheinlich, dass die AfD halt viele ihrer ihrer radikalen Töne und, und ihrer weltfremden Dinge, die sie halt auch einfach fabuliert, wie jetzt irgendwie aus der EU austreten als Deutschland, einfach halt zurückschrauben werden müssen, wenn sie jemals in diese Position kommen sollten. Also ja. das, das denke ich auch und ich denke auch, dass man diesen ganzen Punkt mit ähm, dieser kriegerischen Eroberung, die ja also für Hitler ganz zentral war und von Anfang an war das quasi sein Plan, er möchte so mit militärischen Mitteln großreich erobern, das ist ja jetzt, was auch völlig aus der Programmatik der Rechten verschwunden ist. Also klar, die wollen auch die Bundeswehr stärken und so weiter, aber die wollen keine Intervention, die wollen keine Eroberung. Das ist also von ihnen niemals so formuliert und es wäre auch irgendwie Quatsch, ihnen sowas ähm, zu unterstellen. Und also schon allein deswegen ist es ganz klar, dass das halt was völlig anderes ist als der historische Faschismus. Die formulieren das ja auch eher aus zwei anderen Gründen, weil das ist ähm, gut, dass ihr bei das ansprecht. Das ist ja was, was immer so ein bisschen da auch äh, von Linken dann angemerkt wird, um da zu zeigen, irgendwie Militarisierung der Gesellschaft. Die finden ja primär jetzt erstmal die Bundeswehr aus dem Grund gut, einmal weil es so eine Art nationale ähm, Erziehungsanstalt sein kann, die Männern wieder, Männern wieder in ihre kriegerischen Qualitäten zurückgibt und sie zu guten deutschen Patrioten erzieht. Und die andere Sache ist ja, dass sie das gerade eben machen wollen, um aus der Notwendigkeit beispielsweise an westgebundenen Kriegseinsätzen teilnehmen zu müssen, raus wollen, weil sie eben sagen, wir wollen nicht mehr an die USA und an die anderen westlichen Verbündeten und ihre militärischen Interventionen und ihre Interessen gebunden sein. Und wir wollen das so haben, dass Deutschland eben als Herz Europas, als Macht irgendwo zwischen... Ost und West die Fähigkeit hat, sich ganz alleine zu verteidigen und seine Interessen zu verteidigen. Ja, also ich würde sagen, ähm, ich bin eigentlich ähm, froh, dass wir jetzt noch mal ähm, auf das Aktuelle gekommen ist und dann halt quasi probiert haben, unsere Lehren aus dem, was wir heute zum mhm. historischen Nationalsozialismus gelernt haben, auch zu ziehen. Aber ich würde sagen, lass uns hier eher einen Punkt setzen, weil sonst ja. reden wir genauso lange über die aktuelle Situation jetzt, wie wir über den Nationalismus geredet haben. Und das soll ja eigentlich nicht das Ziel sein. Ähm, ja, war, war richtig cool. Also, ich fand das halt heute nochmal richtig spannend als Ergänzung zu unserer Faschismusfolge und dieser ganzen Debatte. Und ich finde es auch wichtig, dass wir, dass wir dann auch manchmal dranbleiben an Themen und die auch nochmal vertiefen mhm. und auch aus anderen Blickwinkeln nochmal beleuchten. Dadurch ist es immer spannend, dass wir dann so Grundlagen, die wir legen, auch äh, vertiefen können. Danke dir. Ja, gerne. Ja, vielen lieben Dank. Schön. Ähm, dann würde ich sagen, deine, deine Herangehensweise hat auf jeden Fall auf, auch auf Zustimmung äh, gestoßen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende und... Ähm, Machen für heute Schluss. Diese Woche erwartet euch noch bei Übertage die Veröffentlichung eines neuen Videos. Und zwar ähm, ja, zu der Übertage-Community-Teilnahme am Halbmarathon in Dortmund. <laughs> und euch erwartet noch eine neue Folge, die Folge 127 zum, äh, zur feministischen Mädchenarbeit. In dem Sinne, gehabt euch wohl und Glück auf. auf. Glück auf. auf. Wir schließen mit der Revolution. Danke dir. Die Pizza. <laughs>